Bei einem Neubau kann man alles so machen, wie man will, haben sie gesagt. Aber keiner redet über die Kosten. Als wir bei unserem Elektriker saßen, kam natürlich auch die Frage des Smart Homes auf. Und wir haben gesagt, ja klar, gerne. Und er meinte, ja, ab 40.000 Euro Aufpreis geht's los. Okay. Vielleicht haben wir auch einfach einen teuren Elektriker gehabt, keine Ahnung. Deswegen haben wir beschlossen, ein dummes Haus zu bauen. Das kann dann auch jeder bedienen. Wir rüsten lieber unser Smart Home nach, so muss nicht von Anfang an das komplette Geld da sein. Denn ich sage euch, Geld ist beim Hausbauen immer Mangelware. Und ich glaube, Smart Home Nachrüstlösungen sind im Allgemeinen sowieso interessanter, weil die halt auch jeder in seiner Wohnung benutzen kann, zumindest zum Großteil. Und deswegen schauen wir uns in diesem Video mal an, was wir für unser Haus an Smart Home geplant haben. Weil ganz ehrlich, wir können uns nicht einfach noch 40, 50, 60.000 Euro Aufpreis für ein Smart Home System direkt von Anfang an leisten. Und ich sag mal so, es wäre ja auch irgendwie bescheuert, wenn ich hier schon diesen coolen Hebel YouTube habe, den ich irgendwie so ein bisschen zu nutzen. Das wäre ja finanziell irgendwie dämlich. Es ist mir an der Stelle wirklich wichtig, dass das für euch transparent ist. Smart Home ist ja auch nur eine Art Zuhause, das dich auf fortgeschrittene Art und Weise ignoriert. Basis unseres Smart Home Systems soll so gut es geht Meta sein, irgendwie mit so ein bisschen HomeKit und irgendwie alles so mit drin, weil meine Idee ist, dass wir ein Smart Home haben, womit ich mit Siri reden kann von der Apple Watch, aber weil ich schon weiß, dass Siri mich einfach frustrieren wird und ich über kurz oder lang wahrscheinlich mit einem Google Home sprechen möchte, dazu mir die Möglichkeit offen halte. Hey Siri, mach das Licht an. Hey Siri, das andere Licht. Hey, nein, nein, das andere. Okay, ich mach's selber. Eines der wichtigsten Dinge ist das Thema Licht und das ganz nach dem Motto, jede meiner Glühbirnen hat mehr Leistung als der Apollo-Mondcomputer. Meine erste Idee war natürlich Philips Hue, aber so ein bisschen schiele ich doch auch Richtung Wiz, die gehören alle zu Signify, also der gleiche Konzern, aber Wiz hat so eine coole Funktion namens Space Sense, die durch Veränderung von WLAN-Signalen erkennen kann, wo sich jemand gerade in der Wohnung lang bewegt. Dafür braucht man allerdings mindestens zwei Lampen pro Raum, die mindestens 2 Meter auseinander sind. Wiz an sich ist nicht HomeKit kompatibel, aber die sind ganz, ganz weit vorne im Meta-Game und Meta ist ja wieder HomeKit kompatibel, sodass das eigentlich hoffentlich problemlos funktionieren sollte. Deswegen wird unser Licht so ein bisschen eine Kombination aus Wiz, den Philips Hue-Leuchten, die wir schon haben, und ein paar Drahtfrielampen, die hier bei mir im Haushalt gerade irgendwo noch rumfliegen. Der Grund, warum ich mir ein Smart Home zulege, ist, ich bin ein unabhängiger Erwachsener, der bis heute noch nicht weiß, wie man eine Zeitschaltuhr richtig einstellt. Deswegen sind in erster Linie jetzt übrigens keine Anwesenheits- und Bewegungsmelder geplant, weil das soll ja hoffentlich durch Wiz abgebildet sein können. Ich will es nicht ausschließen, dass da doch mal noch irgendwie welche dazukommen, aber im ersten Sinne ist es jetzt nicht geplant. Sie sagen, Technologie macht uns faul. Ich sage, Smart Home ist nur eine sehr effiziente Möglichkeit, meine Faulheit zu organisieren. Dieses Video wird unterstützt von TF Skins. Dort gibt es Skins für euer iPhone, MacBook, iPad, euer Samsung-Gerät oder euer Google Pixel-Gerät. Und ich sage euch, es gibt die geilsten Farben überhaupt. Das sieht denn echt so hammergeil aus. Passend perfekt. Mit dem Code Valentin10 gibt es 10% Rabatt. Viel Spaß beim Kaufen und damit zurück zum Video. Ein ganz wichtiger Punkt ist für mich Belüftung. Wir haben in einigen Wohnungen schon gewohnt, wo immer irgendwer nicht richtig gelüftet hat und Kinder sind jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie ganz stetig sind im Lüften und deswegen gab es immer irgendwo Schimmel in irgendwelchen Wohnungen, wo ich mal war, sei es vom Vormieter, sei es, weil irgendwer vergessen hat, bei uns zu lüften oder wir. Und deswegen möchte ich gerne eine dezentrale Lüftungsanlage haben, die in den wichtigen Räumen, zum Beispiel den Bädern, wo zwei davon im Nordosten liegen, die Luft rauszutransportieren, frische Luft reinzubringen und dort das Klima gut und gesund zu halten, dass es gar nicht erst zu Schimmel kommen kann. Das ist wie gesagt für die Bäder, aber durchaus auch fürs Schlafzimmer interessant, wo ja auch die Lautstärke-Kulisse nochmal einen größeren Punkt hat. Mein Wunsch ist, dass es bei einer bestimmten Feuchtigkeit automatisch angeht und ich schiebe hier so ein bisschen Richtung Leaf Air zum Beispiel und als System zur Steuerung könnte ich mir zum Beispiel ein System von Loxone vorstellen. Wer braucht schon einen Wachhund, wenn man eine smarte Waschmaschine hat? Beim Thema Heizung, Heizungssteuerung, bedarfsgeführte Heizung und auch Wärmepumpensteuerung und so weiter, macht es Sinn, wenn ich sowieso die Feuchtigkeit und Raumtemperatur zum Beispiel über Loxone messe, dass ich gleich die komplette Heizungssteuerung auch über das Loxone-System mache. Das macht ja bei uns auch durchaus Sinn mit PV-Anlage auf dem Dach. Wir haben eine Luftwasserwärmepumpe und Fußbodenheizung, also eigentlich ideale Voraussetzung für so ein bedarfsgesteuertes System. In dem Zug kann man natürlich auch gleich über Rollladensteuerung noch mit nachdenken. Wir haben einige elektrische Rollläden, allerdings nicht überall, sondern nur im Wohn- und Essbereich und bei uns im Schlafzimmer. Alle anderen sind von Hand. Aber das macht natürlich Sinn, wenn ich die Heizungssteuerung habe, dass ich dann auch die Beschattung irgendwie zumindest in den Bereichen, wo es drauf ankommt, also Wohn- und Essbereich, weil das ist auch so ein Südwestbereich, da wird es bestimmt auch schön warm. Und unser Schlafzimmer, was auch nach Süden zeigt, da macht das, denke ich, durchaus Sinn. Es ist einfach finanziell bei uns nicht drin, dass wir alle Rollläden direkt elektrisch machen. Aber über kurz oder lang würde ich das natürlich gern machen. Und ich weiß, da gibt es so ein paar Nachrichten,
Nachrüstlösung, die kompatibel sind mit zum Beispiel HomeKit. Erst heute wieder ein Video gesehen vom Andreas Spiel und Zeug. Liebe Grüße an dich an der Stelle. Es gibt für alles einen Fetisch. Ich glaube, dass es wichtig ist, erstmal die essentiellen Sachen zu machen, also die, die sich relativ schnell und einfach umsetzen lassen. Aber wenn du Anbieter von solchen Nachrüstlösungen bist oder da was hast, komm gern auf mich zu. Mein Zuhause ist so smart, dass es mir sogar sagt, wann ich schlafen gehen soll. Es erinnert mich ein bisschen an meine Mutter. In einem Neubau macht natürlich eine Photovoltaikanlage super Sinn. Und wie auch schon in einem der letzten Videos gesagt, haben wir eine 11 Kilowatt Peak-Anlage aufs Dach gepackt, allerdings noch kein Geld für einen Speicher gehabt. Trotzdem denke ich, ist das Thema Lastmanagement durchaus was, was man mit bedenken kann. Zum Beispiel, dass man sagt, wir haben jetzt viel Strom von der PV-Anlage und wir können sehen, dass unser Haus jetzt gerade irgendwie eine Last von 1,2 Kilowatt hat, aber wir haben irgendwie durch die PV-Anlage gerade 5 Kilowatt zur Verfügung. Na, dann können wir das doch vielleicht mit der Wärmepumpe ins Wasser packen, sodass das schön warm hält und ich dann nicht mehr nachts noch dort irgendwas warm machen muss. Ich habe mir so ein paar Lösungen bisher angesehen. Leo Tietz hat da ja auf seinem Tipps, Tricks and More Channel auch schon mal ein sehr interessantes Video zu gemacht. Auch Grüße an dich an der Stelle. Deswegen, ich habe hier noch keine ganz konkreten Vorstellungen. Wenn jemand von euch das schon mal sich zu Hause umgesetzt hat, setzt euch gerne mit mir in Verbindung und ich bin gespannt, was ihr so für Geschichten erzählen könnt und was für ein cooles System man dort verwenden und benutzen könnte. Denn es ist potenziell ein sehr wichtiger Punkt, den ich relativ zeitnah angehen möchte, weil Strom verschenken muss ich nicht. Ein ganz großes Wohlfühlthema ist natürlich das Thema Musik und Nachrüstlösung, die bekannt ist wahrscheinlich Sonos an der Stelle, die wirklich einen absolut fantastischen Klang haben, aber sich ja in letzter Zeit mit ihrer Update-Politik nicht so unbedingt gerühmt haben. Plus, ich habe einige Freunde und Bekannte, die Sonos-Systeme haben und in letzter Zeit vermehrt über Software-Probleme und einfach ja, Schwierigkeiten berichtet haben. Deswegen habe ich mich natürlich auch da ein bisschen umgeguckt und ich sag mal, wenn man irgendwo schon mal ein bisschen was von einem System verbaut hat, guckt man vielleicht auch weiter in die Richtung. Es gibt zum Beispiel auch von Loxone Lautsprecher. Ich konnte die jetzt noch nicht testen. Ich bin wirklich großer Musikfan. Ja, ich habe hier meine Fame Audio Orbital 8 Zoll, die gerade hier hinter euch stehen, die ich zum Musikhören absolut liebe. Und ich glaube, ich bin überdurchschnittlich picky, was Musik angeht. Deswegen, mal gucken, es ist was, wo ich auf jeden Fall Richtung Loxone schiele, aber ich würde das Ganze gern vorher irgendwie mal testen und testhören, weil, wie gesagt, ich da etwas höhere Anforderungen habe. Aber was ich an dem System von Loxone potenziell sehr interessant finde, ist, dass ich damit meine Türklingel ersetzen kann, in Räumen die Türklingel damit abspielen kann, aber wenn zum Beispiel die Kinder schlafen, nicht im Kinderzimmer oder der kompletten oberen Etage oder so. Ein weiterer Punkt ist, dass ich Musik natürlich nicht nur von Spotify abspielen möchte, sondern auch Musik, die es halt nicht auf Spotify gibt, gerne von meinem NAS in einem Netzlaufwerk abspielen möchte. Und das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt, weil mein NAS doch irgendwie schon ein sehr wichtiger, zentraler Baustein meines Zuhauses und auch meines Businesses geworden ist. Zum Beispiel läuft dort drauf auch Homebridge, womit ich meinen Ecovacs-Roboter in mein HomeKit-Smart-Home-System eingebunden habe. Und wo wir gerade vom Thema NAS sprechen, können wir auch eigentlich gleich über das Thema Überwachung sprechen. Ich möchte gerne auf unserem Grundstück 3 oder 4 Sicherheitskameras haben, aber diese ganzen Sachen will ich irgendwie ungern in der Cloud haben. Das heißt, ich möchte die gern lokal speichern oder halt auf meinem Backup-Server, das ist ein NAS, was bei meinem Vater steht, oder bei meinem Cousin, sodass diese Aufnahmen halt nicht irgendwo auf einem fremden Computer stehen. Synology hat ja dazu ein Programm namens Surveillance Station und die haben auch letztens ihre ersten eigenen Kameras vorgestellt, wo ich auf jeden Fall schon hinschiele. Ich muss nochmal überlegen, wie ich das genau umsetzen möchte, aber das ist auf jeden Fall ein Blickwinkel, den ich unbedingt erkunden möchte. Was ich wusste, ist, dass mein Smart-Home-System mich überwacht. Was ich nicht wusste, ist, dass es auch urteilt. Dann reden wir mal noch über das Thema Sicherheit. Eine Alarmanlage kommt natürlich sofort in den Sinn. Aber ich bin so ein bisschen zurückhaltend beim Thema Alarmanlage. Weil zum einen haben wir Mieter bei uns im Haus und wir haben Kinder und ich sehe uns schon, dass die Alarmanlage ständig losgeht, weil irgendwer vergisst, die auszumachen, Kinder irgendwie auf dem Touchpad rumspielen und was weiß ich. Deswegen, ich meine, Alarmanlage, es ist halt im Endeffekt auch schon zu spät. Wenn die Alarmanlage angeht, ist jemand schon im Haus. Ich meine, klar kann man bestimmt irgendwie was umsetzen, dass wenn ein unautorisierter Zugriff erfolgt, dass irgendwie die Lautsprecher in einer Lautstärke irgendwie Musik abspielen und die Lichter anfangen zu blinken. Aber ich glaube, Prävention ist hier noch mehr wert. Das heißt, zum einen natürlich sowas wie Anwesenheitssimulation, Musik, die da auch mal spielt und Lichter und so. Aber ganz wichtig natürlich die entsprechenden Fenster. Und die haben wir auch schon verbaut. Also bei uns alle Fenster und Türen
Sicherheitsfenster und Sicherheitstüren. Dafür bezahlt man ein bisschen Aufpreis, was aber nochmal deutlich günstiger ist, wenn man die Fenster sowieso neu kauft. Und dann ist es halt schon mal deutlich, deutlich schwieriger, die Dinge aufzubrechen. Deswegen würde mich mal interessieren, würdet ihr eine Alarmanlage verbauen? Ja oder nein und warum? Das heißt aber natürlich nicht, dass wir nicht irgendwie Fenster- und Türsensoren verbauen könnten, die potenziell irgendwie was Interessantes erkennen könnten, wenn es passiert und einen zumindest benachrichtigt, dass man dann zum Beispiel mit Kameras in Innenräume gucken kann und vielleicht über das Lautsprechersystem irgendwie ein paar Ansagen machen kann oder so. Das Gute an einem Smart Home System ist, dass man es von überall aus überwachen kann. Und das Schlechte ist, dass man es von überall aus überwachen kann. Nicht vergessen dürfen wir natürlich das Smart Lock. Ich nutze ja schon hier bei mir seit Jahren das Nuki Smart Lock und ich würde sagen, dass es, wenn man sich ein Smart Home Produkt kauft, dann ja, ein paar Lichter sind nett, aber ein Smart Lock macht wirklich den Alltag einfacher und entspannter und ich würde es jedem empfehlen. Ich liebe das Nuki Smart Lock, wirklich. Ich feiere das Ding so hart und ich habe schon wirklich einige Reviews dazu gemacht. Und keine Frage, das Ding wird auch bei uns im Haus zum Einsatz kommen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Ein Smart Home System zu haben, fühlt sich an, wie in einem Science-Fiction-Film zu leben, bis man den Router neu starten muss. Wir kommen Richtung Ende, Staubsaugerroboter, da nehmen wir natürlich mit, die wir sowieso schon haben. Also wir haben jetzt aktuell ein Ecobex X1 Omni und ein T20 Omni werden wir bestimmt auch noch bekommen. Der wurde ja jetzt vor kurzem vorgestellt und wird demnächst auf den Markt kommen. Und das sind so die Roboter, mit denen ich liebäugle, beziehungsweise den X1 Omni haben wir ja schon. Ich weiß, der kann zwar theoretisch auf mehreren Etagen fahren, aber praktisch ist es natürlich, wenn man so ein cooles Smart Home bauen möchte, dass man den nicht tragen muss, sondern da entweder eine Rampe baut, wo der automatisch hochfahren kann oder halt zwei davon hat. Ich hoffe, dieses Video kommt nicht so bonzig rüber, wie es jetzt in meinen Ohren klingt. Ja, das sind alles nur Pläne und Wünsche bisher. Es ist noch nichts in Sack und Tüten. Last but not least haben wir noch das Thema Bewässerung. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben noch einen riesigen Dreckhaufen im Garten. Und bevor das Ding nicht weg ist, muss ich da eigentlich ehrlich gesagt noch nicht so drüber nachdenken. Wir haben schon den Rasenroboter, den Ecovix Go G1, den ich euch hier schon gezeigt habe, der gerade bei meinen Eltern im Garten rumfährt. Aber ganz ehrlich, Thema Bewässerung habe ich jetzt noch nicht super viel mitgemacht. Es gibt da ja ein paar Lösungssysteme von Bosch und von Gardena und so weiter. Aber auch wenn ihr da Anregungen und Inspiration habt, kommt gerne auf mich zu, sendet mir eine Nachricht. Hier ist meine E-Mail-Adresse. Das ist jetzt alles, was auf meiner Liste steht bisher. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn doch, dann spammt die Kommentare voll oder schreibt mir eine E-Mail. Zusammenfassend würde ich also sagen, es wird irgendwie so ein Matter, HomeKit und Loxon-Hybrid, der da zusammenkommt und wer weiß, was noch dazu kommt mit so dann irgendwann einem Akku und einem Lastmanagement oder so. Aber das ist, glaube ich, so das System, auf dem ich gern aufbauen möchte. Und auf diesem Weg nehme ich euch natürlich auf jedem Schritt mit. Was wollt ihr zuerst sehen? Schreibt es mal in die Kommentare. Und falls ihr wissen wollt, welche Fehler wir beim Hausbau gemacht haben, dann schaut euch mal dieses Video an. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.